Ja, heute Mittag will der Verkehrsminister noch einmal seine Gedanken zum Deutschland-Ticket äußern, zusammen mit denen, die es unter anderem umsetzen müssen, dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV. Im VDV sind hunderte Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs von Städten und Gemeinden vereinigt. Und der Präsident des VDV ist vor der Pressekonferenz heute Mittag jetzt schon unser Gast im Phoenix-Tagesgespräch. Schönen guten Tag, Ingo Wortmann. Guten Tag. Herr Wortmann, wie gut ist die Idee des 49-Euro-Tickets für die Verkehrsbetriebe, die dann ja die Menschen, die es gekauft haben, befördern? Also zunächst ist die Idee sehr gut, weil sie unsere Tarife deutlich vereinfacht und auch dort deutlich harmonisiert. Wer in München ein Ticket kauft, kann damit in Hamburg fahren, ohne sich um die Tarifzonen und Ähnliches in Hamburg kümmern zu müssen. Ich glaube, das wird uns auch helfen, neue Abonnentinnen und Abonnenten zu gewinnen. Mhm. Aber das muss auch dazu gesagt werden, das Ticket ist hochsubventioniert und wir brauchen Geld vom Bund und von den Ländern, um dieses Ticket dann auch weiterhin aufrechterhalten zu können. Genau, weil diese 49 Euro sind ja erstmal ein Einstiegspreis. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, rechnen Sie damit, dass ohne eine Förderung von Bund oder auch Ländern und Kommunen dieses Ticket in den Jahren dann danach deutlich teurer würde? Ja, das ist so. Also wenn wir keine öffentliche Förderung mehr bekommen, dann denke ich, würde es deutlich teurer werden, weil wir unsere Mindereinnahmen, die wir haben, nicht durch neue Abonnentinnen und Abonnenten wettmachen können, zum einen. Und zum anderen, wenn wir viele neue Kundinnen und Kunden haben, dann müssen wir auch unser Angebot ausweiten und auch das müsste finanziert werden. Mhm. Sie sagen, das Angebot ausweiten, das ist ja eines der Themen. Also selbst wenn jetzt mehr Menschen dieses 49-Euro-Ticket tatsächlich kaufen und nutzen, dann erhöhen Sie doch wahrscheinlich nicht die Anzahl von Bussen und Bahnen beispielsweise, weil Sie sich das gar nicht leisten können. Das ist so. Also aufgrund der zurückliegenden, auch größtenteils geringen Tariferhöhungen in der Vergangenheit sind wir nicht mehr in der Lage, aus eigener Kraft unser Angebot deutlich zu erhöhen. Und wenn wir das aber tun müssen, weil wir neue Kundinnen und Kunden bekommen durch das Deutschland-Ticket, worüber wir uns sehr freuen würden auf der einen Seite, wir müssen aber auf der anderen Seite das Angebot ausbauen und das schaffen wir, wie gesagt, nicht aus eigener Kraft. Dazu brauchen wir Mittel aus den öffentlichen Haushalten. Ja, aber jetzt wird doch dieses Ticket querfinanziert. Dann müsste doch Geld auch an Sie gehen und dieses Geld könnten Sie doch dann für mehr Busse, für mehr Bahnen, für größere, bessere Taktungen einsetzen. Also zunächst einmal wird mit der Querfinanzierung des Tickets werden nur die Mindereinnahmen ausgeglichen. Wir brauchen aber, wenn wir zusätzliche Fahrzeuge auf die Straße bringen wollen oder auf die Schiene, brauchen wir zusätzliches Geld, um eben auch gleichermaßen das Angebot zu erhöhen. Wenn wir einen nennenswerten Beitrag auch zur Klimawende leisten wollen, das haben wir ausgerechnet, das sind alte Zahlen von vor Corona, brauchen wir im Jahr 2030 11 Milliarden Euro und die müssen bis dahin aufgebaut werden. Und das ist unabhängig von der Querfinanzierung des Tickets zu sehen. Mhm. Die Bahn geht insgesamt von 17 Millionen Nutzerinnen und Nutzern aus von diesem Ticket. Wie sind Ihre Schätzungen? Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Schätzung. Das sind die Bestandskunden plus etwa 5-6 Millionen Neukunden. Mhm. Gucken wir mal auf die Herausforderung. Wie viele Unterschiede wird es denn dann weiterhin geben bei diesem 49-Euro-Ticket? Also darf ich dann in, ich sag mal, Münster den Hund kostenlos mit dem Ticket mitnehmen? In Dresden kostet das aber. In Kiel kann ich dann vielleicht mein Fahrrad mitnehmen, in Augsburg aber nicht. In Kaiserslautern darf meine Frau mit aufs Ticket, aber in Halle an der Saale nicht. Also ich denke, man muss zum einen sagen, dass wir ein einheitliches Ticket haben und das war auch der Wunsch des Bundesverkehrsministers mit einheitlichen Regeln. Wenn jetzt die Länder oder teilweise sogar die Kommunen vor Ort eigene Regeln aufstellen und aber das zusätzliche Geld, was dafür benötigt wird, auch in den Einnahmetopf fließen lassen, dann kann man da zunächst nichts dagegen sagen. Ich sage aber auch, wir müssen nach einer Testphase von 1-2 Jahren schauen, dass wir da auch diese Regelungen wieder vereinfachen. Da wir als Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde über Jahrzehnte fast gescholten wurden, dass wir viel zu komplizierte Tarife haben, müssen wir jetzt aufpassen, dass wir unser einheitliches Deutschland-Ticket nicht in ähnlicher Form verkomplizieren. Aber ich glaube, das wird ein Prozess sein, der
zwei Jahre in Anspruch nehmen wird, bis wir da Klarheit haben. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, Herr Wortmann, ob ich Sie richtig verstanden habe. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie gerade gesagt, dass es zwei Jahre dauert, bis dieses Deutschland-Ticket vereinheitlicht wird. Und bis dahin wird es genauso sein, wie ich eben gesagt habe. In der einen Stadt dürfen Sie vielleicht noch jemanden mitnehmen, in der anderen Stadt vielleicht das Fahrrad woanders kostet. Genau, wir sind jetzt in den ersten zwei Jahren in einer Experimentierphase. Da wird viel herumexperimentiert. Ich meine, man muss auch schauen, was braucht der Markt wirklich, was braucht der Markt nicht. Aber ich denke, nach einer Phase von zwei Jahren, auch mit einer guten Marktforschung, werden wir Schritt für Schritt wieder zu vereinheitlichen kommen an der Stelle. Aber Herr Wortmann, ich meine, der Vorlauf war doch lang genug. Warum hat man sich nicht schon jetzt vor einer Experimentierphase geeinigt in ganz Deutschland, um diese Uneinheitlichkeiten auszumerzen? Also ich glaube, um ein Tarifprodukt auf den Markt zu bringen, war der Vorlauf nicht lang genug. Also wir werden das Ticket ordentlich verkaufen, vertreiben. Aber es sind eben im Rahmen der Diskussion viele neue Ideen aufgekommen, die jetzt dann am Markt getestet werden. Es gibt da keine Marktforschung dafür, zumindest ist mir keine bekannt. Und deswegen werden wir am Markt das testen, was wir bei einer etwas längeren Vorbereitungszeit über Marktforschung vorher hätten ermitteln können. Und wir hätten uns vorher einigen können. Aber das erfolgt jetzt eben der Testversuch über den Markt. Ingo Wortmann, Präsident des VDVs, des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen. Vielen Dank Ihnen für Ihre ganzen Antworten hier im Phoenix-Tagesgespräch. Vielen Dank und schönen Tag. Ihnen auch.